Pioniere der Landwirtschaft. Schweizer Bergbauern haben ihr Handicap, in steilem Gelände mit kurzer Vegetationszeit ihr Brot verdienen zu müssen, mit geschickten Erfindungen wettgemacht. Die Entwicklung des Schnauzerpflugs vor über 100 Jahren hat über die Alpen hinaus die Pflügerei in Berggebieten beeinflusst und vereinfacht. Was war das doch für eine mühselige Arbeit, den steilen Berghängen ein paar Kornähren oder Kartoffeln abzuringen? Zwei Kühe als Zugtiere, die bucklige Bauersfrau an ihrer Seite und der Bauer, der mit seinem ganzen Gewicht versuchen musste, mit der hölzernen Pflugschar den harten, steinigen Boden umzupflügen. Die kräftezehrende Prozedur, bis das Pflugbrett umgehängt und befestigt war, das Zuggespann gewendet und eine neue Schar in Angriff genommen werden konnte, war schon ein Fortschritt. Noch früher konnte man nur einseitig pflügen und musste eine ganze Länge lang leer laufen. In dieser kleinen Werkstatt im Bündnerdörfchen Schnaus bei Ilanz entstand der Schnauzerpflug. Urli Giger erklärt die technischen Finessen, mit denen sein Urgroßvater Arnold das amerikanische Vorgängermodell weiterentwickelt hat. Zum den Pflug kehren, hat man hier aushängen müssen, unten umdrehen, einhängen und zusätzlich den Handgriff hier zum Messer auch noch drehen. Dann beim Nachfolgemodell, das eben der Urgroßvater gemacht hat, konnte man hier mit dem Fusseis drangehen, unten umdrehen und hier wieder einhängen. Und jetzt war eigentlich alles schon eingestellt. Also man musste nur einmal runterbücken, um das hier einhängen. Das Ganze nochmals. Ein Spatz, bündnerisch für Tritt, an den Pflug drehen, den Bügel wieder einhängen. Mit einer einzigen Bückbewegung konnte sowohl der Bügel neu befestigt als auch das Messer neu ausgerichtet werden. Der Haflinger Hengst Arco, sein Besitzer und Pferdeführer Bruno Hassler und Urli Giger, alle drei zum ersten Mal mit einem solchen Pflug im Einsatz, konnten nur staunen, wie der Schnauzerpflug auch heute noch zum Pflügen taugt. Und das Wendemanöver immer noch funktioniert. Anfang des 20. Jahrhunderts war der Schnauzerpflug in der Bündner Berglandwirtschaft, ja in der ganzen Schweiz, ein Renner. Und er bescherte den Gebrüdern Giger und ihren Familien ein bescheidenes, aber sicheres Einkommen. Er hat alle Jahre sicher etwa 50 Pflüge fabriziert. Ganz speziell im 1897 habe ich noch einen alten Handwerkerkalender, wo er jeden einzelnen eingeschrieben hat, mit Namen, Adresse und unten einen Pflug gegeben. Franken 50. Also 50 Franken hat so einer gekostet dann zumal. Und im Gesamten sind da zwischen 2.500 und 3.000 Pflüge aus dieser Werkstatt. Das Patent für den Schnauzerpflug hat Arnold Giger sofort angemeldet. Aber er hat sich noch auf eine ganz besondere Art vor Fälschungen geschützt. Heute würde man es clever nennen. Da hat er dann sein Firmensignet reinmachen lassen, also eingüssen lassen, bei der Georg Fischer. Einmal hier Schweizer Patent, Arnold Giger, Mechaniker, Schnauz. Und wenn man das ganz genau anschaut, dann sieht man, dass hier beim Mechaniker und beim Arnold das N spiegelverkehrt ist. Ja. Ja, ja, später fand der Schnauzerpflug auch internationale Verbreitung. Und noch heute sind Schnauzerpflüge zum Beispiel in den Berggebieten von Bhutan und Bolivien im Einsatz. Urli Giger, Bruno Hassler und vor allem Arco hatten ihre helle Freude am Demonstrationseinsatz des Schnauzerpflugs. Doch er wird wohl kaum zu einer Wiederbelebung der Pferdepflügerei führen. Ungetüme wie dieser 16-Scharpflug sind zwar nicht bergtauglich, aber wie alle anderen modernen Pflüge basiert auch dieser auf demselben Prinzip wie Arnold Gigers Schnauzerpflug vor über 100 Jahren.